Ja, ich bin jetzt hier mitten in der Innenstadt und hier ist so ein cooler Flohmarkt. Also ich wollte ja eigentlich in die Innenstadt, aber ich bin jetzt hier dann halt hängen geblieben. Ich laufe jetzt mit Google dahin, wo ich halt hin muss. Also das ist halt, glaube ich, im engeren Sinne kein Flohmarkt, weil die Sachen halt alle neu sind, ne? Also ihr seht zum Beispiel jetzt hier alles eingepackt. Aber es sieht halt so aus und macht halt diese Atmosphäre. Unfassbar laut, wie ihr hört. Also gefühlt ist hier jede Straßenüberquerung lebensgefährlich. Auch tausende Sachen. So. Einmal. Es ist überall, alle Straßen sind voll. Auch auf der Hinfahrt habe ich schon ein paar Straßen gesehen, die komplett rappelvoll waren. Also eigentlich muss ich jetzt hier irgendwo durch die Straßen durch, um auf diese Hauptstraße zu kommen, wo ich hin will. Ja, an der Stelle kann man auf jeden Fall erwähnen, es ist nicht die beste Idee, sich von einem Uber-Fahrer halt mitten in der Stadt irgendwo rausschmeißen zu lassen in Kairo. Also ich habe mich dann ganz schön verzettelt. Ich wusste grob, wo ich hin will, also hatte halt auf Google Maps geguckt, so Luftlinie, wo ich in etwa hin muss und bin dann halt einfach über den Markt so ein bisschen drüber gelaufen, wo ich dachte, okay, da müsste ich jetzt her. Das Problem war aber, das werdet ihr gleich auch sehen, da habe ich nochmal nach dem Weg gefragt. Das Problem war, dass dort halt eine riesige Baustelle ist, also man konnte da quasi gar nicht querfeld einlaufen, sondern musste halt dem Markt folgen. Und der Markt hat halt am Ende eine Kurve gemacht, wo ich eigentlich hätte geradeaus gemusst. Das ging dann logischerweise nicht. Und ja, dann musste ich ein zweites Mal fragen, habe dann das Video auch an der Stelle gestoppt. Und ja, der Mann hat mir dann gesagt, dass ich unten drunter her müsste. Also dann bin ich halt in die U-Bahn-Station, direkt unter diesem kompletten Markt. Da bin ich dann einfach drunter hergelaufen. Was verblüffend war, denn die U-Bahn-Station sieht ja genauso aus wie oben. Also es ist auch ein riesiger Markt da unten. Also überall Shopping-Möglichkeiten und... Ja, ich finde auch gar nicht so schäbig wie teilweise in deutschen Bahnhöfen. Wer häufig in Deutschland auch mit dem Zug unterwegs ist, der geht ja auch in den einen oder anderen Bahnhof mal rein und runter und hoch und wie auch immer. Und ich fand den hier gar nicht so schäbig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand den optisch attraktiv. Ja, auf jeden Fall bin ich dann unter dem Gelände durchgelaufen, auf der anderen Straßenseite wieder hoch. Auch unten war es ein bisschen verwirrend, weil ich halt natürlich nicht wusste, welcher Ausgang. Alle Ausgänge sind da auch auf Arabisch beschriftet, also... Da hätte was weiß ich stehen können und ich hätte es halt nicht gecheckt. Also bin ich halt da auch ein bisschen nach Gefühl gelaufen, habe aber Gott sei Dank genau den richtigen Ausgang gefunden und ja, musste dann nur noch die Straße überqueren. Ich hätte auch einen Ausgang später nehmen können, dann wäre ich genau auf der richtigen Seite. Aber ja, habe ich halt unten drunter, also in der U-Bahn-Station noch nicht gefunden, wo ich sonst hätte rausgehen können. Und ja, ich bin dann der Masse so ein bisschen gefolgt, denn genau den Aufzug, den ich genommen habe, den haben halt auch ja, 4 oder 5 andere Leute genommen. Und dann dachte ich, okay, wird schon irgendwie passen. Ja, von der U-Bahn-Station blende ich gleich auch nochmal ein paar Bilder ein. Es gibt auch unfassbar viele Zugänge. Sieht sehr witzig aus. Und ja, auf der anderen Straßenseite war dann auch die Straße, wo ich ursprünglich hin wollte, wo ich aber ja halt nicht hinkam am Anfang, weil der Markt mich halt gestört hat. Ich filme da auch gleich nochmal in so eine Baustelle rein. Dann werdet ihr sehen, dass es halt nicht geradeaus ging, sondern dass man unbedingt unterirdisch die Straße oder die Baustelle überqueren musste. Die Straße selbst ist dann so eine Art, ja... Hauptstraße, Hauptverkehrsader, am Anfang mit ein bisschen wenig Geschäften, auch mit so ein bisschen Flohmarktatmosphäre und später wird es dann halt eine richtige Einkaufsstraße und ich habe mir von vielen Freunden sagen lassen, dass das eine der ja, schönsten Einkaufsstraßen ist, sage ich mal und ja, deswegen wollte ich da unbedingt mal hin und mal gucken, was da so abgeht. Feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks, and I feel misplaced without you.
Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason, but it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to, honestly I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Your bedroom.